Und ich glaube, es wäre besser, wenn du hinten bist. Am besten setze ich dich hier hin. Damit unsere beiden Damage Dealer vorne sind und was auch immer du bist, dann weiter hinten. Okay, dann muss ich mal kurz gucken, was ich für Magie den geben kann. Was war Tokul eine Stadt, die ich kenne? Oder muss halt nochmal schlafen? Weil ich muss sehen, wie viel MP der in welchen Leveln hat. Nicht, dass ich ihnen Sachen gebe, was keinen Sinn macht. An Magie meine ich jetzt so. Und ich habe auch gar keine Ahnung, ob er Weiß- oder Schwarzmagie tragen kann. Okay, Level 1 Magie. Lernen. Dann mache ich mal Feuer, Eis und Schlaf. Kann ich dir auch Blitz beibringen? Ich lass mal Blitz, vielleicht lernen wir ja Stufe 2 Sachen. Mit einer höheren Berufsstufe. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist Tokul? Kann ich wahrscheinlich auf der Map sehen. Ich gucke jetzt gleich nochmal nach. Du kannst keinen Blitz einsetzen, deswegen kannst du erstmal... Ja, du kannst studieren. Und du kannst angreifen. Seeschlange. 530 insgesamt. Schwäche Blitz. Okay, gut. Ich denke mal, dieser, ich habe vergessen, wie der hieß, der Typ, der wechselt einfach seine Elementarschwäche wahrscheinlich die ganze Zeit. Da steht Ingus mit seinen Büchern. Eigentlich würde das viel eher zu Ark passen, der Gelehrte, aber naja. Natürlich hat er auch eine Brille. Weil jeder, der eine Brille hat, ist einfach klüger. Sagt der Typ, der eine Brille hat. Ich gehe nochmal zurück. Also in die innere See. Und da wollte ich was gucken. Ah ja, ich wollte ja noch auf die Map gucken. Habe ich vergessen zu machen. Was für Geräusche machen die Bücher? Ich meine, die machen so das Flattern der Seiten. Also ganz ehrlich, was zur Hölle. Okay, so ein buntes Team hatte ich glaube ich noch nie, dass Refia der Ritter war und Ingus der Gelehrte. Ich kann aber auch nicht wirklich... War ich eigentlich... jemals wieder hier an der Burg, wo wir mal da waren. Ich glaube, ja, Schloss Argus. Da waren wir, glaube ich, nie wieder, ne? Ich glaube, da war auch nichts Interessantes. Und dann... Ja, ich brauche gar nicht weitergehen, die Musik sagt mir, dass hier Rätsel sind, also ein Rätsel. So ein Motto, hier ist was geschehen, was könnte es sein? Bücher sind lächerlich, sogar die Stäbe machen ein besseres Geräusch. Bin am überlegen, ob ich Refia noch ein Schild geben soll, aber weil sie halt auch verteidigen kann. Andere Schützen und so. Hier, geh einfach aufs Schiff. Hier war ja auch noch so ein Kontinent, mehr oder weniger. Oh, ich wollte noch mal auf die Karte nochmal gucken.
ob wir schon da sind oder... Okay, wir können hier schon anlegen. Ich glaube, hier wäre man, glaube ich, vorher so ein bisschen... Oh nein, was zur Hölle ist das? Das habe ich ja komplett vergessen. Ja, gehen wir mal lieber nicht hin. Wenn ich jetzt wüsste, wo Tokul ist. Das hat der sterbende Mann mir nicht gesagt. Ist er überhaupt gestorben? Ich habe da jetzt nicht so wirklich darauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ob er geblinkt hat und dann weg war. Das so merkt man, dass in frühen Final Fantasy dass Leute sterben. In den 2D Final Fantasies. Aber das hier ist ja 3D. Ja, das basiert auf einem 2D-Spiel. Also Leute, muss ich alles erklären. Manchmal vergesse ich, wo ich bin, so auf dem großen Meer. Hier latsche ich den großen Kontinentring umher oder fahre ich den umher? Bin ich überhaupt um quasi so einmal drumherum fahren mit dem Schiff? Ich glaube, das geht gar nicht. Ich sollte mal heilen, ne? So arg-mäßig. Er sollte mal geheilt werden. Okay, die sind hier schon alle ein bisschen stärker unterwegs. Und mein Team ist auch gerade nicht das stärkste. Refia ist noch nicht ganz in ihrem Beruf drin. Ingis ist ein Gelehrter. Und Arg ist ein Weißmagier. Ah ja, ich wollte heilen. Hab ich so ein bisschen vergessen. Hier. Ah ja, und ich wollte Vita kaufen, aber dafür bräuchte ich erstmal ein, müsste ich zu einem Händler gehen. Zu einem, Magierhändler. Magiehändler, besser gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wo Tokul ist, deswegen gehen wir jetzt auch den äußeren Ring hier so ein bisschen ab. Kann ich hier einfach anlegen? Okay, hier ist erstmal nichts. Da unten rechts könnte was sein. Da würde ich dann anstatt hier auch oben zu laufen erstmal dahin fahren wollen mit dem Schiff. Weil ich gesehen habe, dass ich da zu Fuß nicht lang komme. Unten rechts ist nämlich so eine Halbinsel, sage ich mal. Ach, mir fällt gerade ein, Ingis hat ja auch Magie. Damit werden die Kämpfe ein bisschen schneller, aber ich weiß auch nicht mal, wann ich das nächste Mal in den Inn lande. Deswegen sollten wir unsere Magie auch ein bisschen sparen. Für stärkere Monster benutzen und nicht für sowas. Eigentlich bräuchte ich einen Krieger, ne? Damit wir so halt einen Damage-Dealer haben. Weil der Ritter, der ist zwar auch stark und so, aber der ist mehr so Verteidigung mäßig unterwegs. Ja, so ein Tank, könnte man sagen. Nein. Kann ich hier Vitas kaufen? Ach, hier komme ich gar nicht nach Urt hin. Geh mal gucken, nicht dass da... Okay, da war jetzt nur ein leeres Feld, aber da hätte ja auch irgendwie eine Stadt sein können oder so. Ich mach mal Feuer. Einfach damit wir ein bisschen schneller hier Kämpfe machen können. Okay, so stark sind diese Rotkappen auch gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht.
Also auf See sind die Monster stärker, aber die kommen da nicht so oft, okay, zu wissen. Ich meine, ich könnte jetzt Blitz auf die beiden einsetzen und dann wären die weg, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel Schaden so ein Blitz macht gegen die. Ich meine, das sind Fische, also. Viele dürften die sowieso nicht aushalten an sich. Haben sie ja auch nicht, anscheinend. Schau mal einfach so drauf, einfach mal zum Gucken, wie stark die wirklich sind. Dann brauche ich keine MP zu verschwenden. Da war aber trotzdem ein bisschen lange, bis wir einen so viel tot haben. Ja, für eins, da setze ich jetzt nicht den Blitz ein. Da können wir auch ruhig jetzt, kann jeder nochmal angreifen. Oder auch nicht. So. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da rechts nichts ist. Ist auch nichts. Hier müsste so langsam so eine Halbinsel kommen. Ja, ich glaube, da kommt die auch jetzt. Blitz auf beide. Und der Rest kann einfach angreifen. Stell dir mal vor, du würdest in eine Schlacht ziehen mit einem Heilmagier, mit einem Kampfmagier, mit einem Ritter und du kommst dann mit deinen Büchern an und hallo, ich kämpfe mich. Ja, also schon ein bisschen lächerlich, ne, Inges? Merkst du selber. Gizar. Schütte hier die Schafe. Nein, geh nicht dorthin. Los, komm zurück. Schafe hüten ist nicht so kinderleicht, wie alle glauben. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich Lemminge hüten. Ah, ein Magieladen. Bitte hab Vita. Nee, hast du nicht. Froschwichthammer, Steinlähmung. Analyse. Zeig Schwächen des Gegners. Ist ja fast wie der... Nee, das ist mir alles zu teuer, merke ich gerade. Nee, lass mir das mal erstmal. Okay, hier ist wahrscheinlich zum Wiederbeleben. Oh, nee, hier ist... Was ist denn hier los? Schokobo-Sieben, unser Gizarkraut. Ich will euch ein Geheimnis verraten. In den Schokobo-Wäldern lebt ein ganz besonderer Schokobo. Warum legt ihr nicht einmal spaßeshalber ein bisschen Gizarkraut neben dem Baum in der Mitte der Wälder? Wenn ihr Glück habt, dann trefft ihr vielleicht sogar auf den charmanten Chef der Schokobos. Komm, mach Geräusche. Ich will, dass ihr Geräusche macht. Ah. Ich bin ein bisschen zu weit weg für die Besucher. Es ist schon eine halbe Ewigkeit her, dass uns jemand besuchen kam. Macht es euch hier ruhig gemütlich. Gemütlich. Hier geht weg, dieses Kraut ist sehr empfindlich. Okay, hier ist ein Haus. Zauberschlüssel. Öffnet verschlossene Türen. Ich kaufe mal 10. Oder 20. Die brauche ich, glaube ich, später für irgendwas. Das war's, glaube ich. Dass man in den Dungeon die ganze Zeit irgendwie Zauberschlüssel braucht, um weiterzukommen. Oder so ein Quatsch war da irgendwo. Deswegen nehme ich mal lieber ein paar mit, ne? Okay. Aber hier müsste ja noch was mehr sein, als hier das bisschen. Oder ist... Da war noch ein Haus.
Da habe ich schon ein Haus gesehen. Hier ist ein Inn. Da ist ein Mukri. Oh Papa, die Kinder sind in Gefahr. Schlechte Neuigkeiten. Die Kinder sind von ihren letzten Erkundungen nicht zurückgekehrt. Wir haben sie so weit weg von Ur gesucht, wie wir uns trauten, haben sie aber nicht gefunden. Rede mit Muk, wenn du in der Stadt, du ihn in der Stadt triffst, Kupo. Er hat vielleicht einen Brief für dich von den. Ja, bla. Kennen wir ja eigentlich den Spruch hier. Okay. Ich gehe mal ins Inn. Vielleicht hat der. Was ist denn hier los? Du bist eine Tänzerin, also mit dir will ich eigentlich gar nicht erst reden. Kann ich mit dir reden? Okay, dann reden wir jetzt mit dem Mädchen. Der fette Schokobo kann in seinen großen Bauch in Items aufbewahren. Ist das nicht witzig und irgendwie komisch? Oh, hallo, ich bin eine Tänzerin. Schau mir zu. Genau deswegen wollte ich dir nicht zuschauen. Man hätte das besser animieren können. Und die Musik passt auch gerade nicht wirklich dazu. Zu dem Gehampel, sage ich mal. Cool. Ah, hier oben ist das. Okay, dann gucke ich erstmal ein Gisakraut. Kann ich mal kaufen. Okay. Wunderherrlich. Ja, dann sind wir hier so ein bisschen für nix in Gefahr. Weil gekauft haben wir bis jetzt noch nix hier. Und ich will hier eigentlich auch nichts haben. Inges hat immer noch 9 MP. Okay, da muss ich nochmal auf die Map gucken, weil da unten ist eigentlich Ende im Gelände gleich. Ich könnte hier links zu dieser Halbinsel mal kurz fahren, ob da was ist oder so. Aber, ah ne, hier war glaube ich das Dorf der Zwerge, ne? Ja, also was mache ich jetzt? Latsche ich jetzt von hier aus, also fahre ich jetzt bis nach ganz unten und latsche von da aus dann den Rand entlang. Ich will nur gucken. Wahrscheinlich ist das hier der Wald, wo er gesagt hat, wo man ein Chocobo findet. Ich will halt keine Stadt übersehen oder so. Deswegen gehe ich ein bisschen weiter nach halt weiter zum Rand, wenn ich nicht den ganzen Rand sehen kann. Ich mach mal Eis, einfach damit der Kampf ein bisschen schneller geht. Bei Feuer, ich glaube, Feuer hätte jetzt nicht so viel gebracht, aber Blitz kann er sowieso nicht, der Inges. Blitz habe ich ihm, glaube ich, gegeben, aber er kann es nicht einsetzen. Okay, ich hab's ihm gegeben. Ich wollte gerade nur mal kurz gucken, was Refia so kann. Als Spezialfähigkeit, sie kann Abwehr. Was glaube ich, nicht nur, dass sie verteidigt, sondern sie schützt, stellt sich schützend vor einem Verbündeten. Das war's, glaube ich. Okay, hier ist einfach nichts. Ich kann sowieso hier jetzt gleich nicht mal weiter. Welche Höhle ist denn das da? Okay, da dürfte eigentlich nichts sein, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich mich im ersten Let's Play damals tierisch geärgert habe, dass ich da hingelatscht bin für nichts. Weil da bin ich nicht mit dem Schiff
drumherum gesegelt, so wie ich das jetzt gemacht habe, sondern ich bin tatsächlich den ganzen Weg gelatscht. Was wir auch jetzt nur noch machen müssen. Weil ich so oder so irgendwann wieder zum Schiff muss. Und dann, wir müssen irgendwann da so rumlatschen, drumherum. Wenn ich jetzt vorhabe, hier so drumherum zu gehen. Okay, das ist ein bisschen nervig, dass die ein bisschen oft kommen. Paradämon. Der sieht, glaube ich, ein bisschen gefährlicher aus, als er ist. Weil so die anderen... Ich meine, der Ingus, der Gelehrte, hat den gerade fast 300 Schaden gemacht. Also keine... Also, es war nicht fast 300, aber es war sowas um Dreh herum. 260. Sowas um Dreh. Ingus, der Gelehrte mit seinen Büchern, hat einen Paradämon über 260 Schaden gemacht. Halt, die sind hier schwächer als die Gegner auf See. Finde ich schon komisch. Lune hätte den anderen angreifen sollen. Weil ich glaube nicht, dass Refia den alleine wegkriegt, nein. Vielleicht sollte ich auch wieder mal intelligenter kämpfen und nicht so einfach A hämmern. Sondern auswählen, wen ich angreife und sowas. Es ist aber schon komisch, dass es meistens nur zwei Gegner sind, ne? In Final Fantasy... Zwei waren es ja bis zu 9? War das so? Ne, da war es bis zu 8. In dem ersten Teil war es bis zu 9. Grünpudding, okay. Ich hau mal mit allen anderen auf den zweiten drauf. Weil ich einfach mal hoffe, dass Lunith den einen alleine hinkriegen kann. Ja, kann er. Also ist schon gut, dass wir Refia gewechselt haben von ihrem Beruf da. Der Mensch war wirklich nicht so prickelnd. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Da könnten wir jetzt rechts gehen, wo auch immer dieses Ding war. Aber da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ein Gorgon und... Warte mal, du greifst den Gorgon an und ihr greifst den Echsenmensch an. Gegen diese Viecher haben wir, glaube ich, schon mal gekämpft. Also so stark können die gar nicht sein. Nur Schaden. Gegen den Typ mit den Büchern. Ich glaube, das dürfte das Dorf sein, was da so am... Ne, Dorf der Alten. Wo der eine Typ, der gestorben ist, der kam, wollte ich sagen. Aber ich mag das Lied sehr. Wirklich sehr schön. Ich vergesse auch immer, dass es existiert, bis ich dann zu dieser Stelle hier spiele und merke, was für ein schönes Lied das ist. Okay, da komme ich nicht durch. Das ist ein Mokri. Hier kann man hoch. Hier ist ein Schwerthändler, Waffenhändler. Ich rede jetzt mal mit dem Opa hier. Licht und Dunkel folgen ihrem eigenen Willen. Dieser Wille überschreitet den normaler Sterblicher, es ist ein immerwährender Kampf. Die Kristalle etablieren ein Gleichgewicht zwischen diesen zwei Kräften. Wenn sich die Waage zu sehr nach einer Seite neigt, werden die Kristalle vier Sterbliche aus und segnen sie mit ihrer Kraft. Zurzeit fällt die Dunkelheit stärker ins Gewicht, also werden vier Krieger des Lichts auserwählt, die das Gleichgewicht wiederherstellen sollen. Okay, hallo, gib mir Schwerter. Das ist jetzt alles nicht so geil, sag ich mal, was du da hast. Nein. Hier hätte ich auch ein bisschen früher hinkommen können, deswegen gibt es wahrscheinlich auch nicht so die geilsten Sachen von der Welt. Ja, da können wir hoch, aber wir können auch
hier die Mitte hochgehen. Ah, hier ist ja noch jemand. Ein kleiner Junge. Ich werde euch einen Preis geben, wenn ihr den ganzen Kontinent auf dem Rücken des Chocobos umrundet. Okay. Könnte ich machen. Tue ich aber nicht. Erstmal nicht. Habt ihr schon einmal einen Chocobo gesehen? Welche komische Vögel sie doch sind. Sie sind in den Wäldern im Osten zu Hause. So. Panzerrüstung. Da ist alles nicht so. Pickeln ist dabei. Dann gehen wir mal den mittigen Weg nach oben. Obwohl, habe ich mit dir schon geredet? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir sind die Nachfahren der Alten einer ehemals großartigen Zivilisation, doch nun leben wir von dem, was das Land uns schenkt. So wie es unsere Bestimmung gesagt, sie beruft uns auch zu den Hütern des Turms des Owen. Also hier kommt Dash her. Wie gesagt, ich liebe das Lied hier. Kann gar nicht sagen, wie sehr ich das Lied hier mag. Würdet ihr glauben, wenn ich sagte, dass der Boden unter unseren Füßen dieser Kontinent schwebt? Nein, so ist es dennoch wahr. Der Turm des Owen ist eine Säule erbaut vom Volk der Alten. Sie trägt diesen Kontinent und bringt Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel. Also vielleicht hat man es gesehen, wenn man außen, also als wir die Welt umrundet haben, so ein bisschen, dann hat man außen nicht irgendwie mehr gesehen, sondern Wolken. Wir schweben wirklich. Unsere Bestimmung besagt, dass wir uns vom großen Willen führen lassen sollen. Unsere Vorfahren errichteten eine bedeutende Zivilisation, doch sie wurde für ihren Hochmut bestraft, die Wut des Lichts brach herein. Sie versuchten, die Kraft des Lichts nutzbar zu machen, denn sie glaubten, alles erreichen zu können, doch sie irrten sich. Vier Krieger kamen aus der Welt der Dunkelheit und geboten den von unseren Vorfahren heraufbeschworenen Kräften des Lichts Einhalt. Und nun hat sich die Dunkelheit über uns gelegt und bringt Chaos und Zerstörung. So warten wir abermals auf die Ankunft der vier Krieger. Diesmal des Lichts. Oh, Feuerer. Feuerer ist was Feines. Dann glaube ich Feuerer, Eister und Blitzra. Und Vitra. Erstmal verkaufen wir Sachen. Was können wir denn so nicht gebrauchen? Panzerrüstung behalte ich erstmal. Lederhut kann weg. Charakteranzug brauchen wir auch nicht mehr. Schlechter werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen. Bogen behalte ich mal, obwohl ich habe viel besseren Bogen. Weg damit, die Krallen benutzen wir auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer Äxte tragen kann. Komm, das ist erstmal genug. Teleport, teleportiert die Gruppe aus Verliesen. Lindner hebt blind auf. Ich mache mal erstmal ein Vitra. Den Rest gucken wir dann später mal nach. Magie. Lernen. Scheiße, du hast ja Blitzra, Eisra und Feuerra. Ich bin zu doof. Habe ich natürlich für Inges gekauft. Feuerra. Eisra. Natürlich für ihn gekauft und für niemand anders. Wenn Inges das jemals benutzen kann. Da ist er aber noch ein bisschen weit von entfernt. Okay. Also man kann sich hier ein bisschen ausrüsten und ein bisschen Lore ist hier auch. Ganz nett eigentlich hier, dieser Ort. Für viele bringt der Ort hier, glaube ich, nicht so viel, wie mir er bringt. Weil ich mag Lore sehr gerne. Aber andere denken sich, ja, das bringt mir ja in der Hauptstory nicht weiter. Das ist so nur Nebenschmuck. Das interessiert mich, das Nebengeschichtenzeugs. Hauptstory. Ich will Hauptstory, Mama. Okay, dann gehen wir weiter hier. Den Kontinent, die Welt entlang oder was auch immer das hier ist. Vielleicht kriegt Ark den Fliegemann da weg, aber schon gut.
Die Rotkappe kriegt er auf keinen Fall weg. Ist das überhaupt eine Rotkappe? Der sieht gar nicht so rot aus. Die Kappe, auf jeden Fall. Sein Hemd war rot. Mir auch nicht.